Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wunderbarer Film, Kompliment an die Macher. Ist ja eigentlich schon fast alles zur Einführung damit gesagt, kann mich also kurz fassen. Stefan Schönfelder hat ja schon zu Beginn kurz angekündigt, dass diese Tagung keine Eintagsfliege ist, sondern Teil eines zweijährigen Projekts, das die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit ihren 16 Landesstiftungen durchführt. Wir wollen mit diesem Projekt ausloten, wie weit der Begriff Inklusion als ein gesellschaftspolitischer Leitbegriff taugt, auf welche Problemlagen er anwendbar ist und was eine zeitgemäße Inklusionspolitik ausmacht. Die Rede über Inklusion hat Konjunktur, und dass wir mit diesem Thema einen Nerv treffen, zeigt ja auch diese großartige Beteiligung bei einer Tagung an einem Bilderbuch Samstagmorgen. Vielen Dank, dass Sie trotzdem gekommen sind. Dabei geht es um mehr als die viel zitierte und viel kritisierte Auseinanderentwicklung von Einkommen und Vermögen. Wenn wir von Exklusion und Inklusion sprechen, stehen nicht nur Verteilungsfragen zur Debatte. Es geht um soziale und politische Teilhabe in einem umfassenderen Sinn. Inklusion zielt auf Chancengerechtigkeit für benachteiligte Gruppen und Personen. Sie berührt damit auch subtile Fragen von Anerkennung und Respekt. Eine inklusive Gesellschaft basiert auf einer positiven Haltung gegenüber Diversität. Sie setzt voraus, dass wir in der Verschiedenheit von Menschen und Lebensstilen eine gesellschaftliche Qualität sehen. Nun ist soziale Exklusion aufgrund von Klasse, ethnischer Zuordnung, Geschlecht oder anderer persönlicher Merkmale beileibe kein neues Phänomen. Dass sie gegenwärtig relativ breit thematisiert wird, deutet darauf hin, dass es inzwischen eine gesteigerte Sensibilität für anerkennungspolitische Fragen gibt. Ausschluss tut immer weh, aber er wird erst dann zum Politikum, wenn die Anerkennung als gleichberechtigte Person eine gesellschaftlich akzeptierte Erwartung ist. Die Frauenbewegung und andere soziale Bewegungen haben die Ansprüche und Möglichkeiten zur sozialen und politischen Teilhabe nachhaltig erweitert. Neue Formen der Anerkennung jenseits von Nation, Klasse und Milieu setzen sich heute vor allem in Einwanderungsgesellschaften durch, die von kultureller Heterogenität und hybriden Identitäten gekennzeichnet sind. In einem direkten Vergleich gesellschaftlicher Entwicklungen in Europa und in den Vereinigten Staaten beobachten wir zwei gegenläufige Trends. In den USA geht die Entwicklung in Richtung mehr interkultureller Inklusion. Benachteiligte, latent diskriminierte Gruppen erhalten mehr Chancen und dringen häufiger in gesellschaftliche Eliten vor. Auch im politischen System sind sie besser denn je vertreten. Die Vereinigten Staaten werden bunter. Barack Obama, wir wünschen ihm alles Gute, ist das prominenteste Beispiel für diesen Trend. Die Eliten in den USA sind diverser als hierzulande. Zugleich frisst sich die Ungleichheit immer tiefer in die Gesellschaft. Die Kluft zwischen der Oberschicht, einer bedrängten Mittelschicht und einer wachsenden Unterschicht war noch nie so groß. Auf den ersten Blick ist das eine irritierende Diskrepanz. Stehen sich am Ende eine inklusive, aber hoch ungleiche Einwanderungsgesellschaft in den USA und ein sozialstaatlich verfasstes Europa mit einer höheren sozialen Kohäsion, aber einem geringeren Grad an akzeptierter Diversität gegenüber? Nicht erst seit dem Erscheinen der Untersuchungen von Wilkinson Pickett, Gleichheit ist Glück, gehen wir davon aus, dass die Durchlässigkeit einer Gesellschaft höher ist, wenn sie auf sozialen Ausgleich und gut ausgebaute öffentliche Dienstleistungen aufbauen kann. Wilkinson Pickets These lautet, dass starke Einkommensungleichheit nachteilig für die gesamte Gesellschaft ist,
also unter dem Strich auch die Lebensqualität der Wohlhabenden beeinträchtigt. Geht die Schere zwischen Arm und Reich zu stark auseinander, dann geht das zu Lasten des sozialen Zusammenhalts, der öffentlichen Sicherheit und des Aufstiegs durch Bildung. Das große Versprechen der bundesdeutschen Nachkriegszeit, dass jede und jede durch eigene Anstrengungen in der Gesellschaft vorankommen könne, wird in Deutschland nicht mehr gut eingelöst. So hat die von der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegebene Studie Kaum Bewegung, viel Ungleichheit von Reinhard Pollack, Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin, gezeigt, dass die Chancen auf gesellschaftlichen Aufstieg in nur wenigen industriellen Staaten so ungleich verteilt sind wie in Deutschland. Der soziale Fahrstuhl ist ins Stocken geraten und am unteren Ende der Gesellschaft schaffen es viele nicht, überhaupt einzusteigen. Gefordert sind daher Strategien gegen die blockierte Gesellschaft, eine neue Politik sozialer Durchlässigkeit, die faire Aufstiegschancen ermöglicht und strukturelle Blockaden, etwa durch Diskriminierung und herkunftsbedingte Benachteiligung, auflöst. Eine faire, aufstiegsoffene Gesellschaft ist ein Gebot der Gerechtigkeit, aber auch eines der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Alternde Gesellschaften wie unsere können es sich immer weniger leisten, auf Talente zu verzichten. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung sind 2 von 3 Deutschen heute der Meinung, dass Leistung sich nicht mehr lohnt. Wenn man bedenkt, dass das Leistungsprinzip eine Errungenschaft moderner Gesellschaften ist, weil es biografische Chancen von sozialer Herkunft abkoppelt, scheint hier ein zentrales Element sozialer Integration verloren zu gehen. Chancengerechtigkeit ist ein wichtiger, aber nicht der einzige Schlüsselbegriff für inklusive Gesellschaften. Ein zweiter, zumindest ebenso wichtiger Leitbegriff ist die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, also die eigene Biografie ohne Diskriminierung und Anpassungszwang schreiben zu können. Die große Herausforderung besteht darin, eine plurale Gesellschaft zu gestalten, in der es zwar verbindliche demokratische und rechtsstaatliche Normen gibt, nicht aber eine hegemoniale Zwangskultur, die das Anderssein diskriminiert. Es geht um die praktische Einlösung der großen Versprechen der Demokratie, politische Partizipation, bürgerliche Gleichheit und soziale Gerechtigkeit. Sie beginnt im Kindergarten und in der Schule, hört dort aber noch lange nicht auf. Inklusion muss gegen die Tendenz zur Verstärkung sozialer und ethnischer Differenzen immer wieder bewusst hergestellt werden, ob im Arbeitsleben oder in der sozialräumlichen Gestaltung unserer Städte. Sie ist nicht nur eine Aufgabe der großen Politik, sondern der Zivilgesellschaft. Wir wollen mit der heutigen Tagung ein Forum für Debatten und Perspektiven einer freien und zugleich solidarischen Gesellschaft bieten. Und ich hoffe, dass die Impulse daraus weit über den heutigen Tag hinaus wirken. Zum guten Schluss möchte ich mich bei allen unseren Kooperationspartnerinnen und Partnern bedanken, die uns ideell und konzeptionell unterstützt haben. Bei der Initiative Deutsch Plus, der Charta der Vielfalt, bei 1 Quadratmeter Bildung Berlin-Neukölln, Quadratkilometer Bildung Berlin-Neukölln, bei der Initiative Möckernkiez, beim Debattenmagazin des Deutschen Gewerkschaftsbunds Gegenblende sowie bei Gangway, Verein für Straßensozialarbeit in Berlin. Seitens unserer Stiftung und der Landesstiftung waren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen an der Vorbereitung dieser Tagung beteiligt. Das war nicht nur eine konzeptionelle Herausforderungen, sondern auch eine große logistische Leistung, eine solche Inklusionstagung nach allen Regeln der Kunst zu organisieren. Dafür bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich. Ich darf nun unseren Eingangsredner, Keynote Speaker der heutigen Konferenz, kurz vorstellen, soweit das überhaupt noch notwendig ist. Ich freue mich sehr, dass Professor Heinz Bude zugesagt hat
heute zu sprechen. Es ist nicht das erste Mal in der Heinrich-Böll-Stiftung. Er lehrt seit 2000 als Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel, leitet den Bereich die Gesellschaft der Bundesrepublik am Hamburger Institut für Sozialforschung. Seine letzte Buchpublikation hat den Titel Bildungspanik, was unsere Gesellschaft spaltet. Und ich glaube, ich kann Ihnen versprechen, Heinz Bude ist einer der originellsten Köpfe der deutschen Sozialwissenschaft. Es lohnt sich immer, ihm zuzuhören, und das werden wir jetzt tun. Herr Bude, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Applaus